Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich darf euch heute die Argfeld UV vorstellen, ist neu im Sortiment. Ihr kennt wahrscheinlich die normale Argfeld mit dem Laser und jetzt haben wir die Argfeld mit einem coolen UV-Licht integriert und es haben sich noch ein paar andere Dinge am Erscheinungsbild geändert. Das seht ihr aber gleich dann im Detail im Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Vorstellung und dann sehen wir uns am Ende wieder und da könnt ihr eine Argfeld UV gewinnen. Also viel Spaß jetzt mit dem Video und bis gleich. Unsere neue 87 Gramm leichte Argfeld UV ist im Vergleich zur Argfeld mit Laser fast identisch, allerdings haben wir das Bodenstück der Argfeld UV jetzt etwas schmaler gestaltet, damit es weniger dick aufträgt beim Tragen in der Hosentasche. Der Pocket Clip wurde außerdem gegen einen bidirektionalen Clip getauscht, was nochmal etwas mehr Tiefe und Sicherheit beim Tragen bringt. Über das Lanyard-Loch im Clip könnt ihr außerdem auch ein Lanyard befestigen. Die Seiten bzw. das Aluminiumgehäuse der Argfeld UV kommt jetzt mit gefräster Textur, um die Griffigkeit und Haptik zu erhöhen. Natürlich kann der fest verbaute 1050 mAh Akku der Argfeld UV weiterhin mit dem MCC-Kabel geladen werden und das trotz der Verkleinerung der Bodenplatte. Diese könnt ihr wie gewohnt auch zur vertikalen oder horizontalen Anbringung an magnetischen Oberflächen verwenden. Die Bedienung bleibt ebenfalls sehr vertraut, über das Wahlrad wird der Lichtmodus gewählt, also Weißlicht oder UV, und über den Taster wird die Lampe ein- und ausgeschaltet und mit kurzem Gedrückthalten werden die Modis geändert. Ein Lockout-Modus ist auch mit an Bord. Unter dem Bedienungselement findet ihr weiterhin die Ladestandanzeige in 4er Schritten bis runter zur 10% Anzeige mit einer roten LED. Die Hochleistungs-LED der Argfeld UV kommt mit einer Maximalleistung von 1000 Lumen und einer Leuchtweite von 85 Meter. Im UV-Bereich sind es 580 mW mit einer Wellenlänge von 365 Nanometer und einer Laufzeit von 4 Stunden. Ideal, um zum Beispiel Geldscheine auf Echtheit zu überprüfen, das Haustierfell auf lästige Parasiten oder ähnliches, Schmutz- und Fleckenkontrolle im Hotel oder auf Reisen, Markierung von Gegenständen, damit zum Beispiel nichts vertauscht wird, oder um einfach etwas Spaß mit versteckten Nachrichten zu haben oder um wichtige Pins, Nummern oder sonstiges unsichtbar bzw. verdeckt zu notieren. Die Argfeld UV gibt es einmal in Neutralweiß und einmal in Kaltweiß. Darüber hinaus gibt es die Argfeld UV in den Farben Schwarz, Orange und OD Green. Ideal, um die Argfeld farblich in das EDC zu integrieren und an sein Setup anzupassen. Hier mal ein paar EDC-Aufnahmen mit den verschiedenen Farben. Gehen wir ins Dunkle und schauen uns die Leuchtmodis des Weißlichts an. Angefangen mit dem Moonlight-Modus und einem Lumen, den ihr über Gedrückthalten im ausgeschalteten Zustand erreicht. Weiter zum Low-Modus mit 15 Lumen für Gehweg und Co. Danach Medium mit 60 Lumen, High mit 300 Lumen und schon ordentlich Leistung und schließlich der 1000 Lumen Turbo-Modus, den ihr mit Doppelklicken aktiviert. Ein Stroboskop-Modus ist ebenfalls mit an Bord und er wird mit dreifachen Klicken aktiviert. Zum Abschluss natürlich noch der IPX7 Standard, der eure Argfeld vor Stürzen und Nässe schützt. Ja Freunde, das war die Argfeld UV. Ich hoffe, das neue Modell gefällt euch und ihr dürft gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr die Argfeld UV findet und vor allen Dingen auch, wie ihr das UV-Feature nutzen würdet. Ihr habt ja gesehen im Video, da gibt es sehr viele Anwendungsbeispiele für die Nutzung mit UV-Licht. Ich persönlich finde es sehr praktisch, sich zum Beispiel seine Controller zu markieren oder irgendwelche anderen Gegenstände. Natürlich könnt ihr auch Spielereien machen, könnt Markierungen setzen, wurde was bewegt oder nicht. Und so Kram. Für die Kinder auch ganz interessant. Ihr könnt einfach ein bisschen was malen und dann das Zimmer ein bisschen dunkel machen und dann die UV-Lampe anmachen. Also sowas geht damit natürlich auch. Wenn ihr viel reist, Hotelzimmer ein bisschen überprüfen, ob die wirklich so sauber sind, wie sie aussehen. Fleckenkontrolle und so weiter. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Anwendungsbeispiele und ihr dürft gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze nutzen würdet oder ob es vielleicht für euch komplett nutzlos ist,
Ob ihr damit nichts anfangen könnt, könnt ihr natürlich auch unten reinschreiben. Feedback einfach da lassen und ich werde dann unter den Kommentaren eine Arkfeld UV verlosen. Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Farbe und Lichtfarbe je nach Lagerbestand. Ihr könnt aber gerne, oder der Gewinner darf dann gerne über E-Mail seinen Wunsch äußern und wir gucken, was wir da haben. Und ja, Freunde, dann bleibt mir noch zu sagen, schaut euch Miros Sale Announcement Video an. Wie immer, da geht er nochmal auf alle Produkte grob ein. Erklärt euch ein bisschen was über den Sale, Zeiträume, Goodies und so weiter. Und dann würde ich sagen, schaut euch die Videos an, die jetzt hochgeladen wurden und natürlich auch die, die noch folgen. Und dann wünsche ich viel Spaß dabei. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.